Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Gutensberg und Deute. Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit ist der Grund für den Unfall, bei dem 4 Menschen verletzt wurden. Ein 20-Jähriger aus Edermünde befuhr die Straße in Richtung Deute. Kurz vor dem Ortseingang geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und überschlug sich auf einem Acker. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Neben dem 20-jährigen Fahrer waren noch 3 weitere Personen, alle aus Edermünde im Alter von 8, 16 und 17 Jahren im Fahrzeug. Alle 4 Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 3 Monate alter Hund war ebenfalls im Fahrzeug, der offensichtlich aus Angst davongelaufen war. Ob der Hund verletzt oder wieder gefunden wurde, ist derzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten komplett gesperrt.